Man könnte sagen, dass König Leopold II. Belgien den Reichtum verschaffen hat, den es jetzt hat. Aber wie hat er das genau hinbekommen? Über 10 Millionen tote Kongolesen, abgeschnittene Hände und Geschlechtsorgane und die Gier nach Reichtum und Größenwahn erbrachten ihm diesen Reichtum. Euch interessiert es, wer König Leopold II. War und warum er vielleicht schlimmer als Adolf Hitler war? Dann bleibt dran und hört gut zu. Hallo, bonjour, draste, guten Tag, wie auch immer. Adolf Hitler ließ Millionen von Juden, Roma und andere minderwertige Völker aus Hass töten. Aber warum ließ König Leopold II. So viele Kongolesen verstümmeln, ihre Dörfer niederbrennen und töten? Was war der genaue Antrieb von ihm? Bis heute findet man Statuen von König Leopold II. In Belgien. Er ließ den Jubelpark mit Triumphbogen zum 50. Geburtstag Belgiens errichten. Das Königliche Museum für Zentralafrika entstand im Zuge des belgischen Kolonialismus. In der öffentlichen Meinung war bzw. ist König Leopold II. Ein angesehener Mann. Also wo liegt jetzt genau das Problem? Lasst uns aber ganz am Anfang beginnen. Robert William Thompson war der Erfinder des Luftreifens. Und mit dem Aufkommen der Industrie und insbesondere der Automobilindustrie stieg auch die Nachfrage nach Kautschuk, aus dem man die Gummireifen für die Autos herstellen ließ. Und jetzt kommt König Leopold II. Ins Spiel. Als ein besonders reifer Mensch dachte er sich, er müsse die Industrie mit Kautschuk beliefern. Nachdem man bereits daran scheiterte, eine Kolonie in Asien, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Ozeanien und Europa zu gründen, stießen die Belgier schlussendlich auf den Freistaat Kongo in Mittelafrika. Der Wunsch, eine Kolonie zu besitzen, war enorm groß. Und es war fast eine Schande, dass Belgien keine Kolonie besessen hat. Ab 1885 galt der Freistaat Kongo als so eine Art Privatbesitz von König Leopold II. Somit war er 23 Jahre Besitzer vom Freistaat Kongo. Er war nicht Präsident oder König von dem Land, es hat ihm einfach so gehört. Stellt euch mal vor, euch gehört einfach so ein ganzes Land. Und wie wir schon aus der Geschichte gelernt haben, wo der weiße Mann hinkommt, wirft er einen ganz großen Schatten hinter sich. Und zu dieser Aussage habe ich ein Zitat aus dem Buch Herz der Finsternis vorbereitet. In jedem Menschen liegt sozusagen ein wilder, unmoralischer Kern, der von zivilisiertem, humanem Verhalten ummantelt ist. Der Urwald, in dem sich wildes Verhalten ausleben lässt, wird somit zum Prüfstein für die zivilisierte Welt. Die Belgier konnten das lange Zeit vertuschen, was sie im Kongo getan haben. Aber mit dem Aufkommen des Fotoapparats, für die jüngeren Zuschauer, ein Fotoapparat war damals so eine Art Handy, mit dem man aber nur Fotos machen konnte. Konnten Menschen wie zum Beispiel Edmond Dean Morel oder Roger Casement diese ganzen schrecklichen Taten auf Fotos festhalten und es mit den Menschen außerhalb des Kongos teilen. Hier mal ein paar Beispiele dafür, was die Belgier im Kongo gemacht haben. Sie haben die Menschen versklavt und sie zum Arbeiten gezwungen. Erbrachten die Menschen die vorgegebene Menge an Kautschuk nicht, die ihnen vorgeschrieben wurde, wurden sie einfach hingerichtet. Stellt euch mal vor, die Dame im Supermarkt schafft es nicht bis zum Ende ihrer Schicht das Regal aufzufüllen und als Strafe dafür wird sie einfach hingerichtet. Öffentliche Auspeitschungen mit einer Peitsche aus Nilpferdhaut waren an der Tagesordnung. Beim Auspeitschen mit Nilpferdhaut wird die Haut sofort in Fetzen zerrissen. Die belgischen Soldaten fanden sehr großes Gefallen daran, den Menschen brennend heißes Harz über den Kopf zu gießen und ihnen beim qualvollen Sterben zuzuschauen. Die Belgier waren für das Abschneiden von Händen und Füßen bekannt. Viele Soldaten schnitten ihren männlichen Opfern die Geschlechtsorgane ab und erbrachten es ihren Kommandanten als Beweis dafür, dass sie einen Mann getötet haben. Einen großen Anteil im Kampf gegen die Kolonialisierung und Tötung im Freistaat Kongo hatten, wie schon erwähnt, Edmond Dean Morel, Roger Casement und Joseph Conrad mit seinem Roman Herz der Finsternis. Edmond Dean Morel entdeckte, dass im Kongo Sklavenarbeit und Zwangsarbeit zur Herstellung von Kautschuk betrieben wurden. In der Folgezeit wurde er zum größten Kritiker der Zwangsarbeitssituation im Kongo. Er gründete die Congo Reform Association, war Redakteur in der von ihm ins Leben gerufenen Zeitung West African Mail, schrieb mehrere Bücher und hielt unzählige Vorträge. Einer seiner Partner in der Congo Reform Association war der Ire Roger Casement, der einen offiziellen Bericht über die Situation im Kongo-Freistaat für das Vereinigte Königreich verfasste. Im Auftrag der britischen Regierung reiste Casement um 1900 in den Kongo, um die Arbeits- und Lebensverhältnisse der einheimischen Bevölkerung zu untersuchen. In seinem Bericht, der 1904 erschien, machte Casement auf die katastrophalen Bedingungen vor Ort aufmerksam
und erhöhte somit den internationalen Druck auf den belgischen König Leopold II. Durch den Druck der öffentlichen Meinung musste König Leopold II. Nach den Kongo-Gräueln 1908 den Kongo-Freistaat an den belgischen Staat abgeben. An den belgischen Staat. Er hat es nicht den einheimischen Bürgern zurückgeben müssen, sondern er hat es an den belgischen Staat abgegeben. Nach mehr als 70 Jahren belgischer Herrschaft rebellierten die Menschen 1959 gegen die verhasste Kolonialmacht. Eineinhalb Jahre später entlässt sie Belgien völlig in die Unabhängigkeit. Daraufhin folgten viele Bürgerkriege und Probleme im Land. Der Freistaat Kongo hat sich bis heute nicht wirklich von den Folgen der Kolonialisierung erholen und stabilisieren können. Damals beutete man den Kongo wegen dem schwarzen Gold und heute beutet man das Land wegen den wertvollen Bodenschätzen, welches es immer noch hat, aus, wie zum Beispiel Gold und Diamanten. Der Unterschied ist allerdings, dass man heutzutage den Menschen nicht mehr die Hände und Füße abschneidet. Versklaven tut man sie aber immer noch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Vergesst nicht, Wissen ist Macht. Bleibt stabil. Ciao.